Die Sportvereine in Deutschland machen sich Sorgen. Ihnen geht der Nachwuchs aus. Denn die Jugendlichen haben kaum noch Zeit fürs Training. Und schuld ist vor allem der Trend zum Nachmittagsunterricht an vielen Schulen. Experten glauben sogar, dass der deutsche Leistungssport dadurch dauerhaft Probleme bekommt. Katja Fischer und Martin Toroxl berichten. Zum Fußballtraining vom SV Sallern bei Regensburg kommen nur noch die Kleinen regelmäßig. Von den jugendlichen Mitspielern fehlen oft mehr als die Hälfte. Nachmittagsunterricht, Hausaufgaben, Pauken fürs Turbo-Abi. Da bleibt keine Zeit mehr für den Verein. Es wird immer schwierig am Wochenende, dass man die 11 Leute zusammenbekommt. Wir kratzen immer wieder die Spieler zusammen. Es müssen teilweise auch Jüngere dann in älteren Altersgruppen auch mal aushelfen. Vorbei die Zeiten, wo Jugendliche nach den Hausaufgaben schon am frühen Nachmittag zum Training gehen konnten. Experten rechnen damit, dass es in den nächsten 2 Jahrzehnten etwa 20% weniger jugendliche Vereinsmitglieder geben wird. Ob beim Turnen oder in der Leichtathletik, es gehen viele Talente verloren. Wenn Vereine aufgegeben werden, weil eben nicht mehr genug Kinder da sind, die bereit sind, nachmittags zusammenzukommen und einen regelmäßigen Spielbetrieb zu gewährleisten, dann stellt sich hier schon die Frage, ob auf lange Sicht hin das deutsche Sportvereinswesen in der bisherigen Form Bestand haben kann. Dramatisch kann es auch für den Leistungssport werden. Deshalb ist Charlotte Kobus extra in ein Sportinternat nach Potsdam gezogen. Vor dem Unterricht kann sie trainieren, sogar ihre Prüfungstermine werden für Wettkämpfe verlegt. Dafür hat sie auch in der Sportschule Potsdam statt der 12, 14 Jahre Zeit für ihr Abi. Was den Leistungssport angeht, ich glaube, der ist mit 7 oder 8 Stunden Schule am Tag nicht mehr zu kombinieren. Das kann nicht gesund sein. Die ersten Vereine haben schon reagiert. Trainingszeiten werden mittlerweile immer öfter in den frühen Abend verlegt. Denn erst dann haben heutzutage viele Jugendliche überhaupt erst Zeit für ihren Sport.